Moin, moin und willkommen zurück, ihr Lieben. Heute wollen wir kurz über Pigmente reden. Ein bisschen um aufzubauen für, ich will ein Farbemischvideo machen, das ist sich gewünscht worden. Und das geht auch ein bisschen so in die Richtung Verdünnung und so, dass man mal so diese Grundsachen versteht. Ich versuche es jetzt halt so gut wie möglich zu erklären. Wenn nicht alles immer 100% korrekt ist wie in der Fachliteratur, dann entschuldige ich mich natürlich. Ich versuche es so gut zu machen, wie es halt geht. Ja, ich habe ja ein paar Farben aufgereiht. Ich habe letztens über Premiumfarben gesprochen und da gingen wir auch ein bisschen auf Pigmente ein. Aber dann erklären wir das nochmal hier so. Was ist ein Pigment? Das ist erstmal dieses Pulver. Das kann man auch so kaufen. Nimmt man vor allem für Base-Gestaltung, wenn man es so kauft. Aber im Prinzip ist das eure Farbe, mit der ihr halt ja Farbe mischt. Das kommt dann in ein Medium rein. Das kann verschiedene Grundlagen haben, aber bei Acrylfarbe ist es grundsätzlich ein Medium, was auf Wasser basiert, deswegen Wasserfarbe. Und das ist dann da drin aufgelöst und dann könnt ihr damit eure Figuren bemalen. Deswegen ist halt das, weswegen man halt aufschütteln soll. Dann separieren sich halt einfach diese schweren Pigmentsegmente mit dem Medium oder die Pigmente halt voneinander. Und deswegen soll man dann halt aufschütteln. So, ihr habt das jetzt in euren Farben drin. Und wie letztes Mal in meinem Premium-Farben-Video erklärt habe, bei manchen steht es drauf, wie das Pigment heißt, bei den meisten aber nicht. Also wenn ihr jetzt im normalen Miniaturfarbenbereich bleibt, dann steht das normalerweise nicht drauf, sondern nur nach meines Wissens die Chimera Colors, die ich jetzt zur Miniaturfarbenrange zähle. Also ganz wichtig, das ist die Miniaturfarbenrange, das ist die Profi-Range, weil da gehen wir auch noch drüber ein. Das sind jetzt wirklich richtige Artist Color, die man hier hat. Die kann man im Fachgeschäft kaufen und da ist in der Regel auch jedes Pigment einzeln aufgeführt. Hier ist das halt eher weniger der Fall. Wozu man das jetzt halt zu mischen braucht, das sind erstmal zwei verschiedene Sachen. Ich habe euch das ja mit der Pigmentreinheit schon mal erzählt, im anderen Video, das verlinke ich euch auch noch mal gerne, dass wenn ihr hier so zwei verschiedene Farben mischt, dann kann es auch sein, dass manche Pigmente einfach größer sind, manche sind kleiner und dann vermischt sich das halt nicht so schön. Und umso mehr Pigmente hier drin sind, zum Beispiel hier könnten 3 bis 4 drin sein, ein rotes, ein lilanes, ein bräunliches und hier halt auch gelbes und grüne verschiedene zusammen. Und umso größer halt dieser Salat von Komponenten wird, umso schwieriger kann sich das mischen und umso leichter separiert sich das auch. Zum Beispiel an einer Palette, bevor ihr das vermalt, dass ihr das halt immer wieder vermischen müsst. Was halt dann halt auch noch dazu kommt, die Frage hatte ich auch letztens. Man kennt das so, dass Farben ausgrauen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwie verschiedene Farben einmischt, dass die dann halt auf einmal gräulich wirken. Du verlierst halt die Sättigung, du verlierst halt die Brillanz und wie das denn passieren kann. Und das ist halt so, dass in vielen Farben, zum Beispiel hier in diesem Purple wird es auf jeden Fall auch so sein, dass in vielen Farben ein bestimmter Weiß- oder Schwarz- oder Grauanteil ist. Halt einfach, um eine bestimmte Farbe halt hinzubekommen, wie hier dieses hellere Purple. Das heißt, da wird ein spezielles weißes Pigment mit reingemischt und wenn jetzt hier zum Beispiel ein graues Pigment mit drin ist, dann habt ihr da halt, dass die verschiedenen weiß- und grauen Pigmente sich dann halt immer aufeinander schichten, wenn ihr das dann halt mischt. Und dann ist auf einmal die Sättigung raus. Obwohl ihr vorher zwei gesättigte Farben hattet, sind die dann auf einmal so ausgegraut. Und das versucht man halt zu verhindern, indem man halt sehr pigmentreine Farben zum Mischen benutzt. So, dann war ja halt so die Frage so, ja, aber für sowas, warum benutzt du halt nicht sowas? Also halt diese Profifarben, die habe ich auch hier. Ganz wichtig, ich will da drauf nochmal eingehen. Die Miniaturfarben sind ja mal von GW aufgekommen, dass man halt gesagt hat, man hat Acrylfarben, man hat Wasserfarben, die ungiftig sind für Kinder. Acrylfarbe ist nicht Acrylfarbe. Das sind Acrylfarben. Diese haben Biozide. Und zwar steht das hinten drauf. Das heißt, ihr seht schon, Biozide sind da drin. Da sind dann verschiedene Biozide aufgelistet und es sind meistens halt Allergene. Vor allem, ich glaube, das BIT, das ist ein Allergen. Das heißt, Hautkontakt zum Beispiel vermeiden. Nicht irgendwie mit der Zunge rangehen. Also ihr kennt das Pinsellecken. Nicht möglichst nicht auf die Hände malen, bei der Airbrush möglichst eine Atemschutzmaske tragen, zusätzlich zu eurer Schutzmaske und eurer Abzuganlage, die ihr eh schon haben sollte. Also
wirklich aufpassen. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, die zu empfehlen. Die sind sehr gut. Die haben halt auch immer ihre Pigmente gelistet. Hier ist zum Beispiel halt auch die Lichtechtheit gelistet. Da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Seid damit bitte vorsichtig. Guckt halt immer hinten drauf. Wenn ihr mit euren Kindern malt, bitte dann halt auch drauf achten, dass ihr halt diese Farben nicht verwendet. Das muss gekennzeichnet sein in der EU. Das heißt, wenn es halt nicht draufsteht, dann seid ihr grundsätzlich auf der sicheren Seite oder solltet ihr sein, außer da schummelt einer. Das heißt, diese aus dieser Miniaturfarben-Range könnt ihr halt ja, bedenkenlos dann irgendwie einsetzen. Die Premium-Farben halt nicht. Ja, mit der Lichtechtheit hatten wir es vorhin nochmal. Hier ist zum Beispiel auch, wie doll das deckt. Das ist dann, geht dann schon in die Fachrichtung rein. Lichtechtheit ist halt einfach so ein Ausbleichindex. Das heißt, wie lange hält die Farbe direkten UV-Sonneneinstrahlung aus? Finde ich jetzt persönlich im Miniaturbereich nicht so wichtig, weil eure Figuren meistens in der Verpackung sind oder sie sind in der Vitrine. Da ist dann zwar mal Glas dazwischen. Ich habe es bis jetzt in meinen 7, 8 Jahren Miniaturmalerei nicht gesehen, dass irgendwelche Figuren ausgeblichen sind, auch wenn sie in der Vitrine gestanden haben. Genauso wenig mein Mann, der seit über 25 Jahren dabei ist und auch 40K-Figuren sehr lange in der Vitrine hatte. Bis jetzt haben wir ein Ausbleichen von Farbe noch nicht festgestellt. Aber falls euch das interessiert, das geht dann ein bisschen weiter in die Fachliteratur rein. Das bezieht sich halt da drauf und halt auf dieses Pigment. So, was ihr noch wissen müsst zum Verdünnen. Es gibt halt nicht nur die Pigmentreinheit, es gibt auch noch die Feinheit. Das heißt, verschiedene Pigmente sind verschieden fein. Das kommt meistens aufs Pigment drauf an. Das kann aber halt auch ein bisschen wichtig sein oder es kann halt auch passieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Pigment verdünnt, dass das dann irgendwie auf einmal nicht mehr deckend ist oder andere Farben sind halt deckend. Und man kann das so ein bisschen an diesem Beispiel hier sehen, wenn ich jetzt hier sage, ich habe halt hier diese Pigmente, stellt euch einfach vor, die werden halt vergrößert. Das sind halt größere Pigmente, das sind halt kleinere Pigmente, die decken halt beide gleich gut. Und wenn ich jetzt halt hingehe und ich möchte die verdünnen, kann ich halt sagen, ich möchte die halt auf diese Fläche ausverdünnen und dann mache ich hier meine Pigmente rein und stelle dann halt irgendwie fest, wenn das hier unten mein Bereich ist, ja, deckt ja irgendwie gar nicht. Das heißt, ich streiche das dann auf die Figur auf und es ist halt total kruschtelig halt auch oder dass es halt an manchen Ecken sich so sammelt und an anderen ist es halt überhaupt gar nicht. Und ja, das funktioniert dann halt eher schlecht als recht. Muss ich hier die Figur mal ausmachen und das so überall hinrollen. Wenn man natürlich ein feineres Pigment hat, dann kann man halt hingehen, kann halt praktisch hat die gleiche Menge Farbe oder die gleiche Grammzahl Farbe und geht halt hin und verdünnt das halt. Und dadurch, dass es halt einfach dünner ist, sieht man schon, es ist halt einfach deckender. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen ja, bildlich dargestellt. Dadurch, dass halt die verschiedenen Pigmentgrößen halt auch was mit Deckung zu tun haben. Aber zum Beispiel ist es halt so, wenn ihr Inks habt, die sind halt immer dünner ausgerichtet, weil das steht ja auch hier hinten irgendwo drauf. Genau, man kann es mit der Airbrush verarbeiten mit 0,15 Düse. Das heißt, die Pigmente müssen dafür schon möglichst klein sein. Das heißt, so welche Farben sind halt sehr pigmentstark, sind aber darauf ausgerichtet, dass sie schon auf einem stark ja, viskosen Medium liegen, also schon stark flüssig und können dann dementsprechend halt auch ja, lassen sich halt besser verdünnen. Wenn du dann halt ein anderes Pigment hast, das vielleicht ein bisschen größer ist, hier dieses Oxid, dann verdünnst du das halt gleich und denkst halt irgendwie so, irgendwie ist das nicht so schön. Das hat jetzt nichts mit der Schlechte der Pigmente zu tun, sondern halt auch mit der Grobheit. Nur, dass ihr das halt auch schon mal gehört habt. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Das war relativ viel Materie in ein kurzes Video gedrückt. Das soll euch nur mal so einen kleinen Überblick geben, wenn wir halt später über andere Themen reden, wie halt Farbe mischen und so, dass ihr halt mal diese Ausgrauung gehört habt. Die ist halt immer ganz wichtig, wenn man halt mischt, dass halt die Sättigung verloren geht und halt diese Deckkraft, die halt ab und zu passiert. Dann hoffe ich, eure Köpfe qualmen nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video und dann vielleicht geht es um das Thema Farbe mischen. Bis dann. Tschüss.